Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf und setze heute meine Videoserie zum Europarecht fort. Hinten sehen Sie die Mindmap, die wir heute besprechen werden. Ich habe die wie immer, werde ich die zum Runterladen zur Verfügung stellen. Gehen wir auch gleich in die Sache, steigen wir gleich ein. Das Thema Rechtsetzung habe ich in drei Teile gegliedert, nämlich zunächst beschäftige ich mich mit der Zuständigkeit der EU, also der Frage, wann die Mitgliedstaaten zuständig sind und wann die EU. Die zweite Frage ist dann, das wird relativ kurz sein, das Gesetzgebungsverfahren. Als drittes, und da wird der Schwerpunkt in dem Video liegen, auf den Handlungsformen und insbesondere auf Verordnungen und Richtlinien und der Frage, ob und wann Richtlinien unmittelbar anwendbar sind. Gut, fangen wir mit der Zuständigkeit an. Bei der Zuständigkeit ist es wichtig, dass man erstmal das Grundprinzip versteht. Das Grundprinzip ist, dass die Mitgliedstaaten zuständig sind. Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung in Artikel 5 Absatz 2 des EU-Vertrags sagt nämlich, dass die EU nur dann zuständig ist, wenn ihr ausdrücklich im Vertrag eine Zuständigkeit erteilt wurde. Das heißt im Umkehrschluss, in allen anderen Szenarien sind die Mitgliedstaaten zuständig. Wenn wir uns dann die Zuständigkeiten der EU angucken, gibt es ausschließliche Kompetenzen, die sind in Artikel 2 Absatz 1 und 3 AEUV geregelt. Ich habe hier ein paar wichtige Punkte aufgeführt, Zollunion, Wettbewerbsregeln, Währungspolitik, Handelspolitik. Es gibt geteilte Kompetenzen, nämlich insbesondere den Binnenmarkt, besonders wichtig, dann Umwelt, Verbraucherschutz, Verkehr, Energie. Dann gibt es noch eine Flexibilitätsklausel, die hier nicht näher wichtig ist. Und zum Schluss ungeschriebene Kompetenzen der EU. Da muss man allerdings sehr vorsichtig sein, weil ja das genau wieder von dem Prinzip abweichen würde, dass im Normalfall die Mitgliedstaaten zuständig sind. Man kann also auf keinen Fall sagen, nur weil das jetzt zum Beispiel nützlich ist für die weitere Entwicklung der EU, dass jetzt im Sinne einer ungeschriebenen Kompetenz die EU zuständig wäre. Das genau soll nicht sein. Die ungeschriebenen Kompetenzen sind also sehr eng zu interpretieren. Hier im Sinne einer Implied Powers Lehre, das heißt, wenn ohne die Ermächtigung Kompetenzen sinnlos oder nicht in vernünftiger oder zweckmäßiger Weise anwendbar wären, also bereits bestehende Kompetenzen. Das alles lässt sich zusammenfassen in dem plakativen Satz, dass die EU eben keine Kompetenz hat. Das heißt, sie kann sich nicht selbst eine Kompetenz schaffen. Die Kompetenz muss ihnen nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, da lesen Sie dazu auch nochmal Artikel 5 Absatz 2 des EU-Vertrags, nach diesem Artikel muss der EU die Kompetenz erteilt werden in den Verträgen. Wenn die EU dann eine Kompetenz hat, muss diese Kompetenz aber auch noch unterliegt noch Ausübungsschranken. Und zwar zwei. Erstmals dem Grundsatz der Subsidiarität, Artikel 5 Absatz 3 des EU-Vertrags. Das heißt, selbst wenn die EU zuständig ist, muss sie nochmal prüfen, ob nicht eine Regelung durch die Mitgliedstaaten effektiver ist, mit anderen Worten, was für einen Mehrwert hat eigentlich eine Regelung der EU. Und wenn die Hürde übersprungen ist, dann muss die EU sich auch noch verhältnismäßig verhalten. Das heißt, im Zweifel muss die EU, wenn es nicht unbedingt sein muss, Richtlinien erlassen und nicht Verordnungen. Zu dem Unterschied werden wir gleich noch kommen, aber die Verordnungen greifen eben stärker in die Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten ein. Im Gesetzgebungsverfahren haben wir eigentlich nur, will ich Ihnen nur kurz die zwei wesentlichen Verfahrensarten vorstellen. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren und das besondere Gesetzgebungsverfahren. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ist das, was im Normalfall Anwendung findet. Und hier müssen Gesetze eben gemeinsam durch das Europäische Parlament und den Rat angenommen werden. Das heißt mit anderen Worten, beide dieser Organe müssen an der Gesetzgebung mitwirken. Dann gibt es noch Ausnahmefälle, ein besonderes Gesetzgebungsverfahren, die dann entweder reicht da der Beschluss des Rats und das EP ist zu beteiligen oder umgekehrt, das kann auch sein, Beschluss des EP und des Rates, das ist allerdings sehr unüblich und nicht häufig. So, dann wenden wir uns jetzt dem Schwerpunkt dieses Videos zu, nämlich den verschiedenen Handlungsformen. Sie sehen, das ist auch schon ein bisschen größer hier, die Mindmap. Fangen wir mal mit dem Einfachen an. Vielleicht als allererstes, wenn Sie unsicher sind, was Verordnungen und Richtlinien genau sind, wie die wirken, steht alles ganz genau in Artikel 288 drin, AEUV. Das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, wo ich die Dinge kurz vorgestellt habe. Artikel 288, wenn man den Unterabsatz 2 anguckt, dann steht da eben genau drin, dass Verordnungen allgemeine Geltung haben, verbindlich sind und unmittelbar in den Mitgliedstaaten
Anwendung finden. Das ist also relativ simpel. Wir haben im Prinzip ein EU-Gesetz mit der Verordnung. So das, was wir zum Beispiel wie ein Bundesgesetz wirkt in der Bundesrepublik, so wirkt ein EU-Gesetz in der EU. Die Richtlinien sind was Besonderes, weil sie nur einen Rahmen vorgeben und den Mitgliedstaaten dann die Umsetzung überlassen. Das heißt, Richtlinien müssen zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich in nationales Recht umgesetzt werden. Das Ziel ist verbindlich, die Mitgliedstaaten haben aber die Freiheit bei der Wahl der Form und der Mittel. Allerdings sind Richtlinien eben für die Mitgliedstaaten verbindlich, das heißt, die können sich nicht aussuchen, ob sie die Richtlinien umsetzen oder nicht. Jede Richtlinie enthält eine Frist, die am Ende der Richtlinie steht, bis zu der die Richtlinie umgesetzt sein muss. Stellt sich die Frage, was ist eigentlich, wenn der Mitgliedstaat die Richtlinie nicht in der Frist umsetzt? Und wie Sie vielleicht wissen, ist das ein relativ häufiger Fall, dass Richtlinien nicht rechtzeitig umgesetzt werden. Deswegen hat er erhebliche Praxisrelevanz. Deswegen habe ich mich hier auch intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und auch der Europäische Gerichtshof hatte schon öfter Gelegenheit, zu dieser Frage Stellung zu nehmen. Das läuft so ein bisschen unter der Flagge Vorwirkung von Richtlinien. Das heißt, wirken Richtlinien irgendwie schon, bevor sie überhaupt verbindlich umgesetzt wurden in nationales Recht? Und da kann man jetzt vielleicht erstmal den Zeitpunkt vor Ablauf der Umsetzungsfrist wählen. Das heißt, die Richtlinie ist in Kraft getreten, wirksam, verabschiedet worden vom Europäischen Parlament und vom Rat, aber die Umsetzungsfrist ist noch nicht abgelaufen. In diesem Zeitraum dürfen keine der Richtlinie widersprechenden Vorschriften erlassen werden. Es wird auf Artikel 291a EUV gestützt, können Sie gerne nachlesen. Und hier gibt es auch ein Urteil zu Inter-Environnement Wallonie, ein relativ wichtiges Urteil des EuGH. Ich habe Ihnen das hier verlinkt. Wenn Sie da draufklicken, sehen Sie, dann führt das zu einem externen Link. Das müsste in der Mindmap auch funktionieren. Ich habe immer die Fundstellen bei DJure verlinkt. Da ist das Urteil zwar nicht selbst verfügbar, aber Links zum Volltext, zu Anmerkungen, zu Pressemitteilungen, finde das immer ganz praktisch. Kann man sich selbst aussuchen, in welcher Tiefe man sich dann mit dem Urteil beschäftigt. Ich kann Ihnen nur im Europarecht sehr empfehlen, dass Sie sich die Urteile, die ich hier verlinke, auch durchlesen. Das Europarecht lebt sehr stark von den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs. Wir werden das im Video zu den Grundfreiheiten noch viel intensiver merken. Das heißt, man versteht das Europarecht nur, wenn man auch die entsprechenden Urteile kennt. Als nächstes sehen wir uns jetzt den praktisch wichtigeren Fall an, dass nämlich die Umsetzungsfrist erfolglos abgelaufen ist. Was ist jetzt die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Richtlinie unmittelbar gegenüber dem Mitgliedstaat Anwendung findet. Das bezeichnet man als vertikale Drittwirkung. Das heißt, die Richtlinie wirkt praktisch schon wie eine Verordnung in den Mitgliedstaaten. Das heißt, die Bürger in den Mitgliedstaaten können sich auf die ihnen vorteilhaften Regelungen der Richtlinie berufen. Da hat der Europäische Gerichtshof hat die Voraussetzungen in den zwei von mir hier zitierten Urteilen van Doorn und Ratti näher dargelegt. Das sind drei Voraussetzungen für eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie, also neben dem Fakt, dass die Umsetzungsfrist abgelaufen ist, erfolglos. Erstens muss die Regelung Private begünstigen, das heißt, zu Lasten von Privaten wird keine unmittelbare Wirkung der Richtlinien angeordnet. Zweitens muss die Richtlinie inhaltlich unbedingt sein. Das heißt, es darf noch nicht in der Richtlinie irgendwelche Bedingungen den Mitgliedstaaten offen gelassen werden, um die günstigen Regelungen anzuwenden. Und das Dritte ist, die Regelungen müssen so genau sein, dass sie eben auf den Einzelfall auch anwendbar sind. Das ist aber im Regelfall so, dass die Richtlinien schon so genau formuliert sind, dass diese Bedingungen auch erfüllt sind, sodass man also sagen kann, dass nach Ablauf der Umsetzungsfrist private begünstigende Regelungen meist dann auch unmittelbar Anwendung finden. Der etwas problematischere Fall ist jetzt, wenn die Regelungen der Richtlinie Private belasten. Also zum Beispiel Arbeitgeber. Das sind die Fälle Pfeiffer und Adenela, die ich hier Ihnen auch zitiert habe. Da ging es regelmäßig um Themen wie Arbeitszeit oder Befristung von Arbeitsverhältnissen und Richtlinien enthielten die Arbeitnehmer begünstigende Regelungen. Und jetzt kann man das nicht über die unmittelbare Anwendung gegenüber den Mitgliedstaaten lösen, weil ja hier nicht der Mitgliedstaat der Belastete von der Anwendung der Richtlinie wäre, der unmittelbaren, sondern das sind dann die Arbeitgeber. Hier hilft der EuGH mit der richtlinienkonformen Auslegung des nationalen Rechts. Das heißt, er sagt, dass nach Ablauf der Umsetzungsfrist alle nationalen Vorschriften, wenn irgend möglich, so auszulegen sind, dass die
Richtlinien über das nationale Recht den Richtlinien Geltung verschafft wird. Allerdings liegt die Grenze hier klar bei dem Gesetzeswortlaut. Das heißt, die Gerichte der nationalen Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Gesetze entgegen dem Wortlaut zu interpretieren, um den Richtlinien unmittelbare Anwendung zu verschaffen. Genauso müssen Rechtssicherheit und Rückwirkungsverbot beachtet werden, also dass die Unternehmen nicht dadurch belastet werden. Ich habe Ihnen die zwei wichtigen Fälle, Pfeiffer und Adeniler, hier aufgeführt. Das Prinzip ist, wenn das also nicht geht, wenn also in den nationalen Vorschriften keinerlei Möglichkeit besteht, entgegen dem, also irgendwie in Übereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen der Richtlinie Wirksamkeit zu verschaffen gegenüber Privaten, dann geht das nicht. Das heißt, EuGH hat im Faccini-Dori-Fall gesagt, dass eine horizontale Drittwirkung, also zwischen Privaten, von Richtlinien prinzipiell ausgeschlossen ist. In so einem Fall bleibt dann nur noch die europarechtliche Staatshaftung. Dann müssen sich die Leute oder die Bürger, die belastet werden durch die Nichtumsetzung, müssen dann gegen ihren Mitgliedstaat klagen, wegen fehlender Umsetzung der Richtlinie. So, als letztes bleiben dann noch Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen, wenn Sie in Artikel 288 hineingucken. Beschlüsse entsprechen im Prinzip dem, was wir in Deutschland als Verwaltungsakt kennen. Das heißt, es gibt Adressatenbeschlüsse und Allgemeinbeschlüsse, also Allgemeinverfügungen wären das nach der deutschen Terminologie, also nichts Besonderes. Und Empfehlungen und Stellungnahmen sind juristisch uninteressant, weil sie nicht verbindlich sind. Fassen wir das Video noch einmal zusammen. Ich habe mich zunächst mit der Zuständigkeit der EU beschäftigt. Bei der Zuständigkeit besonders wichtig Artikel 5 Absatz 2, Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung, der prinzipiell die Zuständigkeit den Mitgliedstaaten gibt und nur dann der EU eine Zuständigkeit vermittelt, wenn ausdrücklich in den Verträgen eine Zuständigkeitsklausel enthalten ist. Darüber hinaus müssen auch noch die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Beim Gesetzgebungsverfahren, ordentliches Gesetzgebungsverfahren, besondere Gesetzgebungsverfahren und bei den Handlungsformen, Verordnungen und Richtlinien, wobei die Richtlinien, wenn die Umsetzungsfrist erfolglos abgelaufen ist, unmittelbare vertikale Drittwirkung zulasten der Mitgliedstaaten entfalten. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal.